Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Das Video heute wird ein bisschen kürzer werden als sonst, aber das ist ja nicht schlimm. Los geht's! Heute möchte ich euch ein bisschen von meinem Treffen mit meiner Abgeordneten erzählen. Und zwar habe ich ja vor anderthalb Wochen, nämlich am Montag, dem 11. April, meine Abgeordnete in Berlin in ihrem Bundestagsbüro getroffen. Ganz kurz nochmal für die, die es nicht wissen oder schon vergessen haben. Ich habe ja das PPP-Stipendium bekommen. Das PPP-Stipendium wird jedes Jahr vom Deutschen Bundestag vergeben und die finale Entscheidung über den Stipendiaten trifft also die Abgeordnete aus dem jeweiligen Wahlkreis der Bewerber. Und aus meinem Wahlkreis war das halt die Jana Schindke von der CDU und mit ihr habe ich mich vor anderthalb Wochen, also am 11. April, in ihrem Büro im Deutschen Bundestag getroffen und ich war natürlich mega aufgeregt vorher. Viele denken ja immer, dass der Deutsche Bundestag nur aus diesem einen Gebäude, diesem weltbekannten Bundestags-Reichstagsgebäude besteht, aber das ist gar nicht der Fall. Dazu gehören nämlich noch viele andere Gebäude oder Gebäudeteile, in denen viele Büros und Ausschussräume sind. Ich kannte zwar schon einen weiten Teil des Deutschen Bundestages, aber war dann letztendlich doch wieder am falschen Gebäude und wurde zum nächsten geschickt, kam dann aber noch pünktlich bei meiner Abgeordneten an, wurde gleich unten am Eingang abgeholt und es war alles super entspannt, super relaxed. Also wie gesagt, Aufregung oder Angst ist da auf gar keinen Fall nötig und ich war dann auch mega glücklich, dass ich endlich da war und dieses Gespräch hatte mit ihr. Es ging dann ungefähr so 30, 40, 45 Minuten, ich weiß nicht, habe nicht genau mitgestoppt. Ist natürlich klar, dass eine Bundestagsabgeordnete oder ein Bundestagsabgeordneter einen engen Terminplan hat, vor allem auch unter der Woche und von daher war es abzusehen, dass ich da keinen 3-Stunden-Termin bei ihr bekommen werde. Allerdings, und darüber bin ich sehr froh, habe ich die Möglichkeit gleich genutzt und werde also Anfang Juli in den letzten beiden Schulwochen des Schuljahres, noch bevor ich jetzt ins Ausland gehe, mein Schulpraktikum oder Schülerpraktikum in ihrem Büro absolvieren und da freue ich mich unheimlich drauf, weil man natürlich diesen Kontakt dann noch verbessern kann und gleichzeitig ich natürlich einen riesengroßen Einblick auch in ihren Beruf oder in ihre Arbeit bekommen werde und das finde ich wirklich hochinteressant, also von daher finde ich schon mal super, dass das noch geklappt hat, aber ich wollte eigentlich davon erzählen, wie es in dem Gespräch war. Wir haben uns also so 30 bis 45 Minuten unterhalten und ja, sie hat mich Sachen über mich gefragt und warum ich das Auslandsjahr mache, beziehungsweise jetzt nicht warum, sondern was ich mir dann darunter vorstelle und all sowas. Und sie hat auch viel dann von ihrer Arbeit erzählt und von anderen Bewerbern. Also es war eigentlich ein ganz normales Gespräch und es war auch echt gut. Also es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hätte noch deutlich länger sitzen können, das hätte mich auch nicht gestört. Aber der Zeitplan war ja nun mal klapp. Und wir haben dann ganz zum Schluss noch ein Foto gemacht. Während der ganzen Zeit saß auch einer ihrer Kollegen, ein Politikwissenschaftler aus ihrem Büro, noch mit dabei, der also Notizen gemacht hat. Und es gibt auch einen Artikel auf ihrer Homepage und Facebook-Seite. Ich kann euch ja mal sowohl den Link zu ihrer Homepage als auch zur Facebook-Seite unten in die Videobeschreibung packen. Da haben sie also nochmal einen Beitrag geschrieben über das Gespräch mit mir. Und wie gesagt, Jana Schindke ist also meine Abgeordnete und meine Patin seitens des Bundestages für mein Auslandsjahr in den USA. Und ich persönlich hatte einfach einen super Eindruck von ihr und das hat mir, wie gesagt, viel Spaß gemacht. Sehr junge, dynamische und sympathische Frau war das auf jeden Fall und ich freue mich auf jeden Fall auch dann den Kontakt zu ihr zu halten während meines Auslandsjahres. Das habe ich denen nämlich versprochen, dass ich das auf jeden Fall versuchen möchte. Vielleicht schauen sie ja ab und zu mal hier vorbei, sollte das jetzt gerade der Fall sein. Also liebe Grüße hier und was kann man noch so sagen? Ach so, ich möchte jetzt versuchen, ein bisschen, nicht Routine, das hört sich immer so langweilig an, sondern ein bisschen einen gewissen Rhythmus hineinzubekommen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, Mainstream, wie es ganz viele YouTuber machen, meine Videos nur noch sonntags hochzuladen. Das ist für mich ganz gut, weil ich dann immer noch das Wochenende über Zeit habe, um zu drehen und zu schneiden. Und für euch ist es gut, weil ihr natürlich immer ungefähr wisst, wann dann das Video kommt. Und ja, dann müsst ihr nicht immer da nach diesen Erinnerungen gehen, falls ihr die bekommt. Ich bekomme die jedenfalls immer von allen anderen. Und ich weiß noch nicht, ob ich das dann immer so mache, dass ich jede Woche Sonntag oder ob ich das mehr unregelmäßig mache sonntags, aber halt immer sonntags. Oder ob ich sage fest alle 2 Wochen. Das nächste Video jetzt von mir wird auf jeden Fall erst in 2 Wochen kommen, denn ich habe nächste Woche, also beziehungsweise von morgen und dann 8 Tage lang an mein Vorbereitungsseminar hier in Berlin mit meiner Austauschorganisation GIF
für die PPP-Stipendiaten. Da freue ich mich unheimlich drauf und möchte eigentlich auch versuchen, ein Video zu machen. Wenn das so klappt, dann gibt es das auf jeden Fall in 2 Wochen. Ansonsten, wenn ich ein anderes Video mache, gibt es das auch erst in 2 Wochen, weil ich, wie gesagt, bis nächste Woche Sonntag dann dort beschäftigt bin. Und die Zeit möchte ich mir auch wirklich nehmen. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Wie gesagt, schaut mal bei anderen YouTubern vorbei, die ebenfalls ein Auslandsjahr im nächsten Jahr machen werden. Ich habe die auf meinem Kanal auf der rechten Seite verlinkt unter weitere ATS-Kanäle. Guckt euch das mal an, dann habt ihr auch genug Beschäftigung für die nächsten 2 Wochen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Und ja, so einen Mitteldaumen gibt es ja noch nicht, ne? Ansonsten könnt ihr eure Meinung auch in die Kommentare schreiben oder mich mal abonnieren. Stört mich auch nicht. Schaut euch mein letztes Video an, gibt es da unten. Könnt ihr einfach mal draufklicken in der Ecke. Und wir sehen uns dann wieder. Tschüss, bis dann.